Oh ja, ich komme ja heute zu gar nichts. Ich will vloggen, ich muss tanken gehen, ja. Servus Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Wie ihr seht, bin ich echt hart auf Reserve unterwegs, beziehungsweise die Reserve habe ich leer gefahren. Es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, ob ich stehen bleibe oder nicht, weil der Tacho zeigt jetzt schon seit 10 Kilometern null an und meiner Erfahrung nach schaffe ich es... Da bin ich wasserdicht. In der Regel so 10 Kilometer innerorts. Und dann ist der Tank endgültig platt, dann fängt sie an zu ruckeln und dann geht sie einfach aus. Das passiert bei der KTM ganz, ganz schnell. Die Yamaha hat sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ne? Aber jo, also ich bin 216 Kilometer mit dem Tank gekommen. Wir können uns mal den Durchschnittsverbrauch anschauen. Motorrad. Eine Ewigkeit später. 4,7 auf 100, 3,7 Liter. Alter, was für ein geiler BMW. Ja, manchmal wünsche ich mir auch so ein BMW Cabrio. Naja, um gar nicht viel drüber zu reden, ich steuere gleich die nächste Tankstelle an, wenn wir es überhaupt so weit schaffen. Und dann rede ich auch schon über das Thema, das ich eigentlich heute thematisieren wollte, nämlich Schutzkleidung im Sommer. Ich bin jetzt nicht das Paradebeispiel. Früher habe ich viel, viel öfter volle Montur getragen. Heutzutage, wenn ich mal ein Eis essen gehe oder so, trage ich halt nur meine Jacke, Handschuhe und Helm, was halt an Schutzkleidung ist, natürlich mit Rückenprotektor, Einschubrückenprotektor, das darf man nicht vergessen. Und ja, das war es dann auch schon bei mir, deswegen nimmt mich nicht unbedingt als, ja wie soll ich sagen, Benchmark, also das Beste, was man haben kann, wenn es ums Tipps geht, wenn es um Tipps geht, oh mein Gott, ich habe eine Woche nicht gevloggt, man merkt es mir voll an. Oh ja, ich komme ja heute zu gar nichts. Ich will vloggen, ich muss tanken gehen, ja. Profi, 12,86. Servus, die 6 bitte. Danke sehr. Naja, machen wir direkt weiter, um es euch mal zu zeigen, da ich stehe. Ich habe eine Kevlar Jeans an mit Knieprotektoren, die hat hier Kevlar und halt an den Sturzzonen. Dann habe ich komplette Racing-Stiefel an, dann Vanucci Competizione 2 Handschuhe, Lederhandschuhe einfach. Dann habe ich noch meinen Helm an, der ist ein Carbac Drift Evo. Richtig, richtig nice Kombination eigentlich an Schutzkleidung. Und dann habe ich noch eine richtig, richtig nice, luftdurchlässige Dainese Textiljacke an. Also die liebe ich über alles im Sommer. Die fühlt sich einfach fast wie ein T-Shirt an. Klar, kann man nicht ganz vergleichen. Aber sie hat halt Airvents, die man aufmachen kann. Und an sich ist sie mega luftdurchlässig. Hat halt keine wasserdichte Membrane drin. Deswegen ist sie auch so luftdurchlässig. Setzen wir mal kurz einen Trip zurück. Da hält man einfach Set gedrückt. Ah, Gas muss man zumachen, oder? Nee. Und dann ist die Sache schon zurückgesetzt. Perfekt. Also die ganze Schutzkleidung, die man anhat, die kann man natürlich zur Hälfte aufmachen, die Jacke, und dann bläst da noch mehr rein. Es fühlt sich einfach so, so gut an. Und man hat einfach so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Schutzkleidung ist eigentlich immer so ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Komfort. Und das vergessen halt viele Leute. Ich kenne es halt von mir selber. Ich ziehe nur Schutzkleidung an, auf die ich Bock habe. Also A, die Schutzkleidung muss gut aussehen. B, die Schutzkleidung darf mich nicht behindern in der Funktion beim Motorrad. Sprich, ich muss mich einfach pudelwohl drauf fühlen, wie in einem Jogginganzug. Und C, sie muss sicher sein gegen Fahrradfahrer. Nö, kleiner Spaß. Am Rande, das findet Alpi natürlich nicht so lustig. Voll nachvollziehbar. Wenn man Fußgänger erwischt hat, dass man über solche Späße in Videos nicht mehr lachen kann. Da ist ein Fiat 500, ein uralter. So einen fahre ich auch. keine Ahnung, was wieder los ist mit mir. Auf jeden Fall mit der Schutzkleidung, das ist meiner Meinung nach immer ein Kompromiss, worauf man Bock hat. Und letztendlich ist es die teure Einteile-Lederkombi, die man im Schrank hat, die man nicht jeden Tag anzieht einfach. Es gibt so viele Szenarien, wo man halt die volle Schutzkleidung nicht anzieht. Wenn man kurz zu einem Bewerbungsgespräch fährt, wenn man zu der Freundin kurz fährt oder sonst wie. Das ist
Also ich kenne wenige Leute, die ratzfatz in eine Einteiler Lederkombi schlüpfen, ne, um dann auch mal ein Eis zu essen. Oder wenn man Bescheid weiß, wenn man zum Beispiel an Baggersee fährt, wo man die Kleidung nicht unbeaufsichtigt lassen kann, oder im Schwimmbad, wo jemand einfach mit einer Lederkombi davonlaufen könnte. Einfach wie mit so einem Sack Kartoffeln packt er die Lederkombi und trägt sie davon. Es ist halt kein Spaß, wenn sie 1000 Euro aufwärts gekostet hat, weil dann ist halt ein finanzieller Schaden, auf den man einfach gar keinen Bock hat. Und dann halt diese Vertrauensprobleme und so, ist es nicht so cool, meiner Meinung nach. Und ich rede aus, ich rede aus einer Perspektive von einem Menschen, der sich schon ein paar Mal selbst verschuldet auf die Schnauze gelegt hat. Ich glaube 4-mal oder 5-mal, ich weiß nicht, je nachdem, was man als Unfall sieht, ob man den Garagenrutscher bei mir vor dem Parkplatz mit 15 km/h, by the way, mein schmerzhaftester Unfall, den ich in meinem Leben hatte, auch als Unfall sieht oder halt nicht. Es passiert halt schnell, eine kleine Unachtsamkeit oder... Ich gehe ja davon die ganze Zeit aus, dass die Leute vor mir keine Vollbremse machen. So fährt man nun mal im Stadtverkehr. Man kann nicht 20 Meter Abstand in der Regel lassen. So geht's, aber man geht einfach davon aus, dass alles funktioniert, dass man halt... Genau, so... Dass ich sie reinlasse und so, davon gehen halt normale Menschen aus. Und wenn dann mal ein Fahranfänger oder so an der Sache ist oder ein älterer Mensch oder jemand, der halt nicht so gut sieht, dann wird es ganz schnell brenzlig und dann nennt man so ein Missgeschick Unfall. Und beim Unfall ist das Einzige, was einen halt halbwegs retten kann beim Motorrad, beziehungsweise die Folgen lindern kann, Schutzkleidung. Wenn man die nicht anhat, dann muss man sich halt dessen bewusst sein, dass man relativ schlechte Karten gezogen hat. Und das ist halt so im Sommer noch viel wichtiger als im Winter, weil die meisten Motorradfahrer lockt es halt raus, wenn es warm wird. Und Leute, ihr vergesst halt oft, dass nicht nur die Gefahren von anderen ausgehen können, sondern auch von einem selber. Denn meine Unfälle waren immer selbstverschuldet. Sprich, nehmen wir mal an, man hat eine volle Lederkombi an, man hat zu wenig getrunken, man ist dehydriert, man ist dekonzentriert, man hat einfach keinen Bock aufs Leben und fährt trotzdem weiter und merkt, man macht hier und da einen Fahrfehler. Und irgendwann kommt halt der Punkt, da wird ein Fahrfehler so drastisch, wenn man zum Beispiel einen Tagtraum hat oder sagen wir mal sich verbremst oder sich verschaltet oder keine Ahnung, die Kupplung schnipsen lässt, die Kontrolle über das Motorrad verliert beim, keine Ahnung, Hubbel oder einer Kuppe. Das passiert ganz, ganz schnell, Leute. Und dann ist das Einzige, was einem beim Rutschen irgendwie die Folgen lindert, Schutzkleidung. Und in solchen Fällen ist Schutzkleidung echt super. Und vor allem, wenn man halt längere Strecken fährt, ist Schutzkleidung eigentlich auch eine richtig wichtiger Aspekt, um einen fit zu halten, denn wenn man lange auf der Autobahn fährt, dann kühlt man in der Regel mit einem T-Shirt aus, außer es hat 35 Grad. Und wenn man jetzt sagt, ja, Schutzkleidung, scheiß drauf, ich fahre lieber im T-Shirt 3 Stunden bei praller Sonne, dann muss ich euch leider auch warnen, so viel Sonnencreme könnt ihr gar nicht mitbringen, dass ihr nicht verbrennt, außer ihr seid halt wirklich schwarz von Natur aus, dann nehme ich das zurück, aber die meisten Motorradfahrer sind nicht komplett schwarz, deswegen, also die ich kenne, also in Afrika sicher andersrum als hier, aber wir befinden uns halt nun mal in Stuttgart und deswegen gehe ich mal von Deutschland aus. Und ja, das ist halt immer so eine Geschichte mit dem Verbrennen, weil ich kenne es von der Lederkombi. Ich kriege oft im Sommer einen Sonnennackenbrand. Es ist einfach so, wenn man 6, 7, 8 Stunden am Tag fährt, einfach mal die Seele baumeln lässt mit Freunden, dann ist halt die Geschichte ganz schnell passiert, dass man einfach keinen Bock mehr hat zu fahren, weil man sich einfach so hart verbrannt hat, dass man eine Woche lang nicht mehr fahren kann, beziehungsweise einem die Lust fehlt. So schnell ist man auf 80. Es tut natürlich den Verbrauch. Nein, ich hab's voll vergessen. Ich hätte nicht hier lang fahren dürfen. Normalerweise umfahre ich immer rechts rum. Damn, jetzt stehen wir im Stau und ich komme zu spät zur Arbeit. Applaus, Applaus, Lacto. Applaus, Applaus. Ey, kleine KTM quietscht gut. Das ist natürlich genial. Und ja, also richtig verwendet kann eine Lederkombi extrem viel Positives bewirken, aber zu viel Schutzkleidung kann halt auch manchmal hinderlich sein. Deswegen gibt es halt sogenannte Sommerschutzkleidung, meiner Meinung nach, die halt perfekt für den Sommer ausgelegt ist, dass man halt im Sommer ideale Klimatisierungsbedingungen hat, dass der Körper in der Lage ist, sich von alleine zu klimatisieren, mit ein wenig Schwitzen, mit ein bisschen Fahrtwind halt die Temperatur relativ konstant zu halten und die Konzentration auf den Straßenverkehr zu lassen. Denn ich fahre lieber konzentriert im Tanga als unkonzentriert in voller Montur, weil genau dann passieren Unfälle. Boah, ist das nicht ein perfektes Intro? Ah, Leute.
Das feiere ich einfach zu sehr. Naja, also deswegen meine Empfehlung, schaut einfach mal unten in der Beschreibung vorbei, da habe ich alle sommerlichen Schutzkleidungen verlinkt, die ich so trage und die ich eigentlich empfehlen kann. Und in dem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.